Ja, grüßt euch. Heute bin ich mal unterwegs und bei der Gelegenheit habe ich mir gedacht, was ist denn eigentlich, wenn man unterwegs analog fotografieren will? Und natürlich hat dann keiner Film dabei, dann geht es schon wieder los, dann hat man vielleicht gerade noch sein Handy. Aber wer will zum Beispiel mal seine erste Erfahrung machen mit einem analogen Film, aber hat keinen dabei? Ja, da bietet sich an, eine Einwegkamera zu nehmen. Da ist alles schon dabei. Lass uns mal eine Einwegkamera öffnen. Doch, erst vielleicht, wo kriegen wir die Einwegkamera? Nun, die Einwegkamera gibt es natürlich beim Drogeriemarkt deines Vertrauens. Schau mal, hier habe ich ein paar Beispiele. Hier ist sie, die Einwegkamera. Sie ist mit Blitz. Also ganz was Tolles. Ich mache mal die mal auf. Dann ist sie so verpackt. Sieht nochmal wunderbar auf der Rückseite. Da ist auch genau erklärt, wie man sie anwenden soll. Was kann die Kamera? Sie hat einen Vollformatsensor, nämlich 24 x 36 mm Negativformat. Sie hat ISO 27, also auch ideal für etwas schlechtere Lichtverhältnisse. Ich denke, das werde ich heute mal ausprobieren und zwischendrin immer wieder mal ein Bild machen. Wenn ich natürlich viel unterwegs bin, dann muss ich, und ich weiß, ich habe 3-4 Sachen, die ich mir unterwegs anschauen möchte, dann müsste ich mir natürlich die Bilder aufsparen, denn eine Speicherkarte einschieben geht hier nicht mehr. Sie hat einen zuschaltbaren Blitz, den man hier einbringen kann. Sie ist praktisch, man kann sie in die Hemdtasche einstecken. Man muss die Kamera aufziehen. Und dann hier auslösen. Und natürlich habe ich ein tolles Weitwinkelobjektiv dabei und ich muss auch gar nicht scharf stellen. Es geht alles automatisch. Ich glaube, die ersten Bilder, die mache ich gleich mal hier von der Kirche, nämlich irgendwo an der Autobahn von München nach Berlin. So, das war ja nur wirklich einfach und jetzt werde ich euch so nach und nach immer wieder mal Bilder von dieser wunderbaren Reise einbinden. Also, bis gleich. Ich werde hier mal ein Bild mit und eins ohne Blitz machen. Und dann können wir auch gleich mal sehen, wo wir an die Grenzen der Kamera kommen. Zudem bietet sich diese schöne Thomaskirche an, auch mal einen Blick auf die Bogen hier zu werfen. Und ich denke auch, egal mit welcher Kamera man fotografiert, es ist wichtig, auch immer ein bisschen auf Strukturen, auf Linien, auf Formen zu achten, unabhängig davon, ob es eine Ritsch-Ratsch-Klick-Kamera ist oder eine High-End-Kamera für 6.000 Euro. Die Bildgestaltung ist ein ganz essentielles Mittel bei der Fotografie und darf nicht unterschätzt werden. Ja, so schnell geht's. Jetzt habe ich schon einige Bilder gemacht, 6 Stück. Hier an der Markierung sieht man, wie viele Bilder man noch gemacht hat. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. 21 sind noch drauf.
ein Bild vielleicht noch vom Friedhof hier mit Blick auf die Kirche. Ein Hochformatbild, denke ich. Hier ist eine schöne Blumenrabatte von dem Grab, die genau zur Kirche hinführt. Ist so ein bisschen Point and Shoot. Man weiß nicht genau, was rauskommt, aber gut. Weiter geht's. Die nächsten 100 Kilometer, 200 Kilometer gibt's keine Bilder. So, kleiner Zwischenstopp wird gleich kommen. Diese wunderschöne Allee gehört aber dokumentiert. In regelmäßigen Abständen soll man bei langen Autobahnfahrten natürlich auch immer wieder mal eine Pause machen. Und bei der Gelegenheit denke ich mir, biege ich mal schnell ab bei Dreußig, schaue mir das Schloss Dreußig an, kannte ich vorher auch nicht, und werde hier nochmal das ein oder andere Bild machen mit meiner analogen Kleinbildkamera, meiner Einwegkamera. Mal schauen, wie gut sie sich macht, gerade insbesondere unter dem Punkt Extremfotografie mit der Einwegkamera. Heute bei dem super tollen Wetter ist natürlich etwas schwierig, aber heute Abend gibt es bestimmt noch eine Nachtaufnahme und die schauen wir uns dann auch noch an, insbesondere dann, wenn ich hier diesen Kreisel überlebe, der sich immer schneller und schneller und schneller dreht. Und da fällt mir ein, wir könnten hier gerade mal ein Bild machen. Das wäre dann schon fast ein Selfie. Warte mal. Und jetzt. Schauen wir mal, wie es sich unter den Bedingungen erhält. Wir haben doch immerhin eine starke Bewegung, aber auch einen schönen Fixpunkt. Ja, ich muss gerade leider feststellen, dass meine tolle Einwegkamera doch kein Weitwinkelobjektiv hat und ich so ziemlich weit zurückgehen muss, um das Schloss auch nur drauf zu bringen. Das heißt, ich bin jetzt schon den Hügel runter und fotografiere jetzt im Hochkant schräg nach oben. Ich glaube, ich muss nachher mal ein Panorama machen. Naja, gucken wir mal. So, also umgedreht und Hochkant und Klassiker. Aufziehen vergessen. Und abgedrückt. So, weiter geht's. Wir sind ja hier nicht zum Spaß unterwegs, sondern wir müssen halt noch was wo ankommen. Da war gerade eine Türe offen. Und da konnte man jetzt ins Schloss rein. Bin ich natürlich sofort rein und fotografiere jetzt nochmal das Treppenhaus mit und ohne Blitz. Wir wollen ja schauen, was kann die Kamera. Gehen wir da runter. In den tiefen Keller musst du gehen.
schön. Da ist die Tür weg. Da suchen wir uns jetzt einen Blickwinkel. So, dann schauen wir mal. Und jetzt gehen wir noch schnell da oben durch die Tür rein. Die Streifen sind schön hier im Video. Hm? Mal schauen, ob wir das auch mit der Kamera hinkriegen. Naja, in meinem nächsten Leben werde ich Fotograf. So, jetzt ist aber gut. Und weiter geht's. Auf meiner großen Reise durch Deutschland bin ich jetzt beim Aussichtspunkt Tagebau von Deutzen angekommen. Der ist nämlich genau da. Und da gehen wir jetzt mal schnell hin und ich glaube, da werde ich mal ein Panorama mit unserer tollen 1D-Kamera versuchen und das dann wahrscheinlich nach dem Digitalisieren am Computer zusammenstöpseln. Schauen wir mal, ich nehme euch mit auf die Reise. Zu Fuß. Ich glaube, von dem Rohr machen wir schnell ein Bild. Also, ihr hört wieder das berühmte Geräusch. Aufziehen. Und Feuer frei. Ja, aber noch nicht ganz. Die Weitwinkel müssen wir noch arbeiten. Da sieht man schon den Bagger da hinten. Ob wir den vielleicht drauf kriegen. Mit ein bisschen Kraftwerk. Warte mal, ich zoome mal dahin. So. Da ist das Kraftwerk. Und da ist der Tagebaubagger. Und hier ist das mein Vordergrund. Das alte Ventil. So. So, und jetzt haben wir mal ein Bild. Aber, ey, toll, wir haben den Mond. Kraftwerk, den Bagger und das Ventil. Gehen wir mal ein Stück weiter. So, jetzt kann man, wie es ausschaut, da den Weg ein bisschen hochgehen. Da geht es den alten Bergwerkspfad hoch. Und von dort hoch nach unten. Lasst es euch mitnehmen. Hier, das ist genau der Blick, den ich gesucht habe. Ist es nicht cool? So. So. Da ist sie, die Abbruchkante mit dem weiten Blick über diesen Tagebau. Cool, bisschen diesig.
Aber da mache ich jetzt mein Panorama. Das heißt, ich werde jetzt die Kamera so nehmen und 1, 2, 3, 4 Aufnahmen machen und Hochformat und die dann nachträglich zusammensetzen. Okay? Also dann. Rest 3, die brauche ich noch für die Nachtszene. Also, das war jetzt cool. Schon. Und jetzt aber ratzifatze zum Auto zurück. So, nach langer Fahrt endlich am Urlaubsort, nenne ich es mal, angekommen. Wer es in den Kommentaren errät, kriegt von mir eine Einwegkamera geschickt. So, das heißt, es gibt dann jetzt noch ein schnelles Abendbild. Und dann gibt es was zu essen und dann geht es ins Hotel. Ja, da habe ich auch schon ein Motiv. Das, glaube ich, eignet sich mit Blitz. So, aufgezogen ist schon. Jetzt muss ich noch den Blitz einschalten. So, das war's. So wie ich das sehe, dann habe ich noch maximal ein Bild. Und das hebe ich mir jetzt entweder fürs Essen auf. So, ich bin jetzt endlich im Hotel. Den Tag haben wir ja gemeinsam erlebt. Wir waren in der Kirche, wir waren in dem Schloss, im Schlossgarten, im Tagebau. Unterwegs haben wir ein paar Mal angehalten und zum Abendessen waren wir auch schon fast zusammen. Alles dokumentiert mit der kleinen Einwegkamera hier. Und wie die Bilder geworden sind, habt ihr schon gesehen. Ich muss die Bilder allerdings erst noch entwickeln lassen. Das heißt, wir machen hier einen kleinen Zeitsprung. Den habt ihr dann schon hinter euch. Übrigens, für die, die sich wundern, diesmal habe ich alles nur mit dem Handy fotografiert, den iPhone 5S, und als Stativ hatte ich dieses Mini-Stativ. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mein Video gesehen hat zum Thema Fotobörse. Da kann man so kleine Mini-Stative nämlich für 3 Euro kaufen und hat dann riesen Spaß damit, wenn man die schön einklemmen kann. Man kann sie hier auf die Füße stellen. Wunderbar. Ich gehe jetzt allerdings mal woanders hin. Ich setze mich ein bisschen an den Schreibtisch und dann mache ich noch kurz mein Fazit, wie ich mich so gefühlt habe. So, kommen wir zum Fazit des heutigen Tages. Mit der Kamera unterwegs sein hat grundsätzlich mal Spaß gemacht, war schließlich analoge Fotografie. So, was hat mir jetzt gut gefallen an der Kamera? Ja, sie hat einen Blitz, den man hier einschalten kann. Analog kann man hier fotografieren, indem man dann hier aufzieht und dann auslöst. Das ist zumindest das haptisch Analoge, was die Kamera mit dabei hat. Die Kamera hat einen Sucher, durch den man durchschauen kann, und das Objekt, was man fotografieren will, das Motiv also dann komponieren kann. Das geht einigermaßen ganz gut.
Was ein bisschen schade war, ist, dass wir hier ein Fixfokusobjektiv haben mit einem Mindestabstand zum Objekt von 1 Meter. Das heißt, ein bisschen Makro ist schon fast zu viel, aber ein bisschen Nahaufnahme wird dann schon schwierig. Schauen wir mal, wie die Bilder geworden sind. Ja, und ganz besonders gestört hat mich, dass es gar kein Weitwinkel war, wie ich eigentlich erwartet habe. Also eine Kirche, obwohl ich schon sehr weit weg war, ein Haus, obwohl ich sehr weit weg war, konnte ich nur im Hochformat fotografieren. Und dann geht natürlich auch kein Panorama und kein Video, weil man kann ja nur ein Bild machen. Also das war das, was mich eigentlich am meisten gestört hat an der Kamera. Alles andere, denke ich, kann man verschmerzen. Wie die Bilder belichtet sind, muss man dann jetzt sehen. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe ja hier 400 ASA und 27 Bilder. 400 ASA ist schon ziemlich lichtempfindlich. Ich vermute mal, dass hier eine sehr hohe Blende bei dem Objektiv vorherrscht, um überhaupt irgendwas scharf zu bekommen und nicht zu viel Vignette am Rand zu bekommen, damit ansatzweise eine Abbildung hat. Ja. Alles in allem, würde ich es wieder machen? Nein. Ich würde jetzt nicht noch zwanghaft 5 andere Urlaubsreisen mit der Einwegkamera machen. So gesehen war für mich das heute tatsächlich Einwegkamera extrem. Ein Selbstversuch, um zu verstehen, ob ich weiterhin mit einer Einwegkamera arbeiten oder fotografieren möchte oder nicht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir bitte einen oder zwei Daumen nach oben. Hinterlasst mir einen Kommentar oder gebt mir ein Like oder noch besser, abonniert meinen Kanal. So, und das war genug für heute. Ich wünsche euch noch eine gute Nacht, einen schönen Tag, wann auch immer ihr euch gerade das Video anschaut, und habt Spaß beim Fotografieren.